Wo einst gefeiert wurde, wurde seit dieser Woche auf Corona getestet. Im ehemaligen Tanzlokal Stadt Cottbus hat das dritte große Corona-Testzentrum seinen Betrieb aufgenommen. Das Zentrum kann sowohl mit als auch ohne Termin genutzt werden. Bis zu 400 Antigen-Schnelltests sind hier am Tag möglich. Da wird ein Nasenabstrich gemacht im vorderen Nasenbereich oder im mittleren Nasenbereich. Das ist so ein bisschen kitzelig und da vergießt der eine oder andere auch mal eine Träne. Und danach wird dieser Test ausgewertet. Das dauert 15 Minuten. Sie können direkt hier warten auf das Ergebnis, wenn Sie das als Zettel gerne in der Hand haben wollen. Oder aber Sie können das auch als Online-Format bekommen. Also das heißt, die Teststelle schon wieder verlassen und dann draußen sich dann innerhalb der nächsten 15 Minuten das Ergebnis online abfragen. Diese Woche war der Publikumsverkehr noch überschaubar. Nächste Woche wird sich das aber höchstwahrscheinlich ändern. Dann sind Unternehmen verpflichtet, ihren Mitarbeitern einen Test anzubieten. So möchte zum Beispiel die Stadtverwaltung hier testen lassen. Offen bleibt das Testzentrum aber für alle Bürger und Bürgerinnen. Bei denen punktet das vor allem wegen seiner zentralen Lage. Weil wir halt sowieso in die Innenstadt wollten, deswegen der Gedanke, versuchen wir mal mit dem neu eröffneten Testzentrum im Stadtcottbus hier, ja. Wir wollten mal schauen, wie dieses Zentrum hier aufgebaut ist. Ich bin Cottbusserin und kenne es noch von Zeiten, als man hier zum Tanz ging. Ich habe im November schon eine Corona-Infektion gehabt und habe auch schon in den letzten 5 Monaten 3-mal auf eigene Kosten meine Antikörper bestimmen lassen. Die sind noch sehr hoch. Trotzdem interessiert mich, wie der Test heute ausfällt. Ich möchte gerne regelmäßig meine Enkel betreuen und das Risiko dabei aber gering halten. Betrieben wird das Testzentrum in der Sprem vom Gemeinschaftslabor Cottbus in Kooperation mit der alten Chemiefabrik. Am Standort Stadtring arbeiten beide Partner schon einen Monat zusammen. Über 7000 Tests wurden dort bereits vorgenommen. In der alten Chemiefabrik werden positiv getestete, also im Antigentest positiv getestete Personen gleich nachuntersucht. Das heißt, in einem anderen Bereich wird dann ein zweiter Abstrich genommen, der dann bei uns im Labor per PCR untersucht wird und eben dieser Antigentest bestätigt wird. So konnten über 100 weitestgehend symptomfreie Corona-Infizierte herausgefischt und umgehend in Quarantäne geschickt werden. Und somit nicht mehr unwissentlich das Virus verbreiten.